Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War hier bei mir auf dem Kanal. Ja, ich weiß, irgendwas soll da drüben sein, aber zuvor gibt es erstmal eine ganz, ganz kleine Zusammenfassung dessen, was beim letzten Mal in der letzten Folge passiert ist. Und zwar haben wir eine Hexe kennengelernt und diese scheint uns wohlgesonnen zu sein, denn sie scheint uns zu helfen, hat uns ein paar Tipps gegeben, hat uns hier runtergeführt und hat uns gesagt, dass es hier unten ein Boot gibt. Und mit diesem Boot werden wir jetzt mal schauen, was wir da auf der anderen Seite zu finden bekommen. Also, die beiden Protagonisten, Kratos und Atreus, seid ihr bereit für ein neues Abenteuer? Ich bin es. Legen wir also los. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. So, die Frage ist nur wirklich, kommen wir hier irgendwie hierher? Auf diese Seite. Können wir hier irgendwie anlegen? Nee. Also wir können mit Sicherheit jetzt hier rausfahren und dann geht es vermutlich auf unserem Weg weiter. Aber die Frage ist, wie kommen wir hier rüber? Weil hier drüben scheint es ja noch einiges zu geben. Und so wie es aussieht, nicht mit dem Boot, oder? Kommen wir irgendwo hin? Da sind wir rübergesprungen. Da können wir nirgends langfahren und hier können wir nirgends anlegen. Nein, hier geht nicht. Also irgendwie sollten wir hier noch kurz verweilen und nochmal schauen. Ja, so geht es nämlich. Dann können wir nämlich anlegen. Weil irgendwie muss es da drüben, muss es einen Weg geben, um danach darüber zu kommen. Definitiv. Hat das irgendwas damit zu tun? Nee. Nein. Nö, also durchs Wasser oder ins Wasser sollten wir ja, glaube ich, nicht. Aber das hier ein bisschen komisch vor. Finden wir hier noch ein bisschen. Ja, genau. So. Also das hier sieht mir irgendwie so aus, als könnte man was damit anfangen. Aber man kann es nicht ausrichten oder irgendwas damit tun. Und hier kommen wir eigentlich auch nicht lang. Ja. Wie kommt man hier rüber? Soll man denn überhaupt jetzt schon darüber? Der einzige Weg, der hier irgendwie Richtung führt, kann eigentlich nur hier unten lang sein. Und kann damit zusammenhängen. Wir versuchen das Ganze nochmal hier reinzuschieben. So. Okay. Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. So, also irgendwie diese Gerätchen hier, diese grünen Teilchen, die müssen noch irgendeine Bedeutung haben. Kann man damit irgendwas machen? Und dann? Kann man das irgendwie greifen oder was? Nein. Okay, er kann da auch reinschießen.
Aber das scheint alles nichts zu bringen. Und von da aus kommen wir auch nicht weiter. Da oben. Weil hier drüben hat es ja auf jeden Fall noch diese Kiste. Aber wo sind die entsprechenden Siegel bzw. Runen? Da oben ist jedenfalls die Behausung der Hexe. Okay, aber merkwürdig. Ja, jetzt bräuchte man wieder so einen kleinen Tipp. Eine Idee, weil hier ist auch sowas. Nee. Hier bleibt es stecken, aber ich kann nichts machen. Tja, Freunde. Da drüben ist auch etwas. Also irgendwie habe ich den Eindruck, wir müssen da irgendwie hier durch. Okay, aber hast du mir einen Tipp? Bist doch ganz so helle. Tja. Ich bin der Meinung, wir müssten da irgendwie hier durch. Und die Frage, ob das irgendwas mit diesem grünen Licht zu tun hat. Und da hinten. Na, so. Und da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Gibt es da irgendetwas auszulösen? Nee. Ich bin leicht überfragt an der Stelle. So funktioniert das nicht. Wie funktioniert es denn, bitteschön? Kann natürlich aber auch sein, dass wir da später einfach wieder zurückkommen müssen und dann vielleicht die Möglichkeit haben, darüber zu kommen. Also, dann lasst uns einfach hier mit dem Boot weiterfahren auf zu unserer Reise zum Berg. Und dann sehen wir einfach mal weiter, denn wir können ja auf jeden Fall wieder zurückkommen. So, sehr schön. Ansonsten, wenn natürlich einer hier die Lösung weiß, gerne bitte in die Kommentare schreiben. So, folgt der Anzeige dem Kompass. Ja, das ist soweit klar. Ich meine, hier gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor, Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Hm.
So, da machen wir ein schönes Thumbnail. Zack. Dankeschön. Und dann werden wir jetzt die Statue da vorne untersuchen, die leuchtende. Mhm. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Zurück. Teufel! Die ist aber groß. Bleib ruhig, Junge! Bin ich! Das ist toll! Sie spricht? Ja! Mutter sagt ihr, sie ist nett! Was sagt sie? Schiffswrack, siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Tja, und da werden wir wohl jetzt mal hinfahren, oder? Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. So, dann schauen wir uns mal kurz die Karte an. Also, hier haben wir die Schlange. So, da sind wir. Und da werden wir wohl lang müssen. Ne, da sind wir hergekommen. Das war der Weg. Und da sind wir hergekommen. Okay. So. Gut. Tempel und Brücke untersuchen. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Aha, eine Art Shopping-Center hier, hä?
So, dann schauen wir mal, was er Feines für uns parat hat. Rennt ihr überall so herum? Puh! Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Wenn er dieses niemals fünfmal wiederholt, hat das eine Bedeutung? Naja, dann schauen wir mal. Also gut, was ist kaputt? So, was ist kaputt? Rüstung kann wie andere Ausrüstung in Läden verbessert werden. Drücken Sie, um das Verbessern-Menü auszuwählen. Ja, können wir denn was ausrüsten? Können wir was verbessern? Eigentlich müssten wir ja genügend Geld haben. Das Verbessern von Rüstung verbessert Wert und Kraft und kann Zauberplätze hinzufügen. Ja, das freut uns doch. Gut. So. Klauenköcher, Brustrüstung, Talisman. Wofür ist der Talisman? Verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Mit Verbesserungen im Laden werden sie effektiver und reduzieren die Abklingzeiten einiger Fähigkeiten. Ah ja. Zum Aktivieren L1 und drücken. Okay, aber nicht genug Ressourcen dafür. Schade, schade, schade. So wie es aussieht. Nein, nicht genug Ressourcen. 8.926 Hacksilber. Aber uns fehlt der Weltenstaub. Verkürzt die Pfeilnachleits des Klauenbogen. Das könnten wir verbessern für 5.000 Hacksilber. Ja, der Junge kann uns oft den Hintern retten. Also pimpen wir ihn ein bisschen. Sehr schön. Okay. Okay, was haben wir hier oben? Zauber. Ach, ein Zauber, der die Vitalität erhöht. Der die Abklingzeit erhöht. Runenkraft um 3 erhöht. Glück um 5 erhöht. Okay. Und das müssen wir uns überlegen. Was haben wir hier noch? Armrüstung. Stärke und Abwehr. Stärke, Wildschwein, Armschienen. Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Gut, was haben wir denn sonst noch? Hüftrüstung. Stärke, Abwehr ist eigentlich im Prinzip, ja, Wildschweingürtel. Axtknauf. Okay. Aha. Okay. Stärke wird verstärkt. Und je nachdem die Abklingzeit, die Runen oder das Glück. Und was haben wir hier? Den Talisman hatten wir schon. Talisman Abwehr Vitalität. Stärke, einen kritischen Level. Okay. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Eine unbesiegbare Barriere, eine Stärke, wenn ein kritischen Level fällt. Ja, das werden wir uns mal gönnen. Ausrüsten. Und damit haben wir diesen Talisman. Okay. Ja, das war's. Und somit ist unser Portemonnaie wieder fast leer. Und dann denke ich, werden damit wir... Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Ja, das wage ich zwar zu bezweifeln, aber austoben werden wir uns. So, was hat's hier Schönes? Oh ja, okay. Dann werden wir mal weitergehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier das Tor sich gleich öffnet. Ja gut, wir werden es öffnen müssen. Und dann geht es weiter. So. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, genau, da müssen wir hin.
Okay. Hat dieses Teil irgendetwas zu bedeuten? Oh ja. Fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt, indem er Gegner physisch angreift, wenn sie sich ihm eine Möglichkeit bietet. Okay, alles klar. Der Bub möchte es jetzt auch wissen. Zum Berg. Bereit. Gut. Mhm. So, da werden wir vermutlich drehen müssen. Aber zuerst gönnen wir uns das hier. Ist da noch eine? Ah ja, da ist noch eine. So. Und wieder Hacksilber. Okay, jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Also, das heißt, da werden wir drehen müssen. Huch. Ja. Okay. Ach, da ist wieder ein Boot. Ja, und was ist, wenn wir da wieder hochfahren und auf die andere Seite fahren? Gehen wir mal darüber. Ach, hier ist auch noch was zum Lesen. So, mein Sohn, dann bitte. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Mhm. So, da drüben hat es auch welche. Ich vermute, der wird jetzt das Gleiche sagen. Ich kann sie nicht lesen. Ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. So, dann... schauen wir mal, was wir da unten zu sehen. Ach, okay. Aha. Nee. Gut. Ups. Nee, das wollten wir und das wollten wir. Dann fahren wir mal da runter und schauen mal, was wir da machen können. Okay. Okay, muss mir die Krabbe Angst machen? Nein. Ups. Passiert da was? Ah, das fungiert so als kleine Bombe. So, da kommt wieder was. So. Hier, Junge. Ja, Vater. Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Oh, vielleicht eine Schatzkarte. Mhm. Okay. Schauen wir mal, was da gleich passiert. Ach so, ja. Okay, kommen wir da ran? Hm. So, wir müssen wieder... Ach, sind es wieder diese Glocken? Oje, oje. So, da gibt's irgendwas zu drehen. Ah, ja. Ah, ja. Okay.
Ach je, das ist wieder dieselbe Sache wie bei dem anderen. Das heißt, ja. Ja, super. Da kann ich dann wieder ein paar Tage brauchen, bis ich das wieder hingekriegt habe. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was es hier noch gibt. Das hat ja einen Grund. Ne, da kommt nicht runter. So, da gibt es ein Boot. Das heißt, damit können wir dann irgendwo wieder hinfahren. Vermutlich auf die andere Seite. Oder sonst irgendwo hin. Und ich werde jetzt hier einfach mal versuchen, an diese Sachen hier, obwohl, Augenblick mal. Wir probieren noch mal was. Okay. Nee, das kommt hier gar nicht runter. Gut, okay. Okay. Nee, das geht nicht. Da haben wir keine Chance. Und das andere ging ein bisschen zu schnell. Okay, nichtsdestoweniger, ich werde versuchen, jetzt hier dieses Rätsel noch zu lösen und werde euch dann dran teilhaben, wenn ich es schaffen sollte. Ansonsten könnte das hier noch den ganzen Abend dauern. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal recht herzlich für euer Zusehen. Hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und dass ihr jetzt neugierig seid, ob ich hier der Baden-Farmers tatsächlich schaffen werde, wieder dieses Rätsel zu lösen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.